30.000 Menschen in der Schweiz leiden an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Meistens handelt es sich um Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Die Einschnitte im täglichen Leben sind enorm. Doch die Symptome fallen nicht auf. Die Situation der Betroffenen ist für Außenstehende häufig schwer nachvollziehbar. Selbst für jene, die einen Betroffenen kennen oder beruflich mit Darmpatienten zu tun haben. Darum stellen sich die Ärzte Heiko Frühauf und Stefan Wawrika heute einer besonderen Herausforderung. Mit Hilfe der App In Their Shoes erleben sie für einen Tag hautnah, wie es ist, mit einer chronischen Darmkrankheit zu leben. Takeda hat In Their Shoes entwickelt, damit auch gesunde Menschen die körperliche und mentale Belastung dieser Krankheit näher kennenlernen. Also ich bin sicher, dass man wahrscheinlich in der Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten dahingehend profitiert, dass man sich ein bisschen drin fühlen kann, wie sich so ein Patient dann wirklich auch fühlt, oder? Also dass man ein bisschen realisiert, was da eigentlich so für Alltagschallenges auf einen zukommen. Und da erhoffe ich mir eigentlich schon ein bisschen, dass mir ein bisschen die Augen geöffnet werden. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man nicht nur die Symptome der Patienten als Arzt beurteilt, sondern dass man sich auch einmal in die Rolle des Patienten einfühlsam hineinversetzt, um zu ermessen, was das im Alltag tatsächlich bedeutet, unter diesen Symptomen zu leiden. Ja, und wir sind beide recht gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Diese App beeinflusst heute den Tagesablauf der beiden Fachärzte. Sie wird ihnen Aufgaben stellen, welche die beiden befolgen sollten. Zur App gehört auch diese Tasche. Ganz viele Päckchen. Und schon geht der gewohnte Tagesablauf los. Oder doch nicht? Gut, Sie haben mir ja gesagt, dass Sie vor allem auch Bauchschmerzen haben. Wo haben Sie vor allem Bauchschmerzen? Unten rechts. Unten rechts. Und das tritt regelmäßig auf, oder? Ja. Ist irgendwie nahrungsmittelabhängig oder nicht so nahrungsmittelabhängig? Entschuldigen Sie ganz schnell. Und schon trifft die erste Nachricht ein. Ich komme gerade wieder. Professor Wawrika wird aufgefordert, eine Toilette aufzusuchen. Und zwar dringend. Mit einem Foto muss er dokumentieren, dass er die Aufgabe erfüllt hat. Der Arzt weiß, warum ihn die App so dringend aufs WC geschickt hat. Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten leiden sehr häufig an Durchfall. Der Durchfall kann 4 bis 6 oder sogar 8 Mal pro Tag, manchmal auch in der Nacht auftreten. Und das Hauptproblem ist, dass Patienten sehr schnell und sehr dringend aufs WC müssen, sonst geht es in die Hose. Auch für Dr. Frühauf ist ungestörtes Arbeiten heute kaum möglich. Die App fordert ihn auf, das Paket mit der Aufschrift BE zu öffnen. Ja, das ist jetzt der Gürtel, der die Bauchschmerzen simulieren soll. Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen machen ja eine Entzündung aller Wandschichten des Darms. Und dieser Gürtel soll das jetzt simulieren. Jetzt lege ich mir den mal um. Ja, das ist schon eine Beeinträchtigung. Und das ist schon recht unangenehm. Professor Wawrika bei einer Darmspiegelung. Konzentriertes Arbeiten ist gefragt. Doch seine simulierte Darmkrankheit unterbricht ihn erneut. Er soll sich während einer Minute vor Schmerzen krümmen und so einen starken Bauchkrampf simulieren, wie ihn Betroffene häufig erleben. Du, könntest du mir noch einen Termin geben für die Patientin? Für eine Gastroskopie und eine Koloskopie gerne. Ja, gerne. Dr. Frühauf wird aufgefordert, sofort etwas zu trinken. Eigentlich nehme er jetzt gern ein Süßgetränk mit Kohlensäure. Doch davon rät ihm die App ab. Ein Glas stilles Wasser muss reichen. Patienten mit Morbus Crohn verlieren durch die Durchfälle natürlich sehr viel Flüssigkeit jeden Tag. Und das muss man ausgleichen, aber das ist gar nicht so einfach im Alltagsleben. Ein letzter Spurt zur Toilette und dann wird der Tag besprochen. Ist anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Ich meine, die Arbeit ist ja selbst schon hochkonzentriert und anstrengend, aber das ist einfach eine permanente Doppelbelastung. Mhm. Ja, das ist mir auch so gegangen. Was ist dir am meisten eingefahren? Also dieser Gürtel, der die Bauchschmerzen simuliert, das ist unglaublich. Und dann soll man dann was essen? Also ich meine, das geht gar nicht.
Was mir am meisten eingefahren ist, wo mir irgendeine wildfremde Person anruft und einfach mich fragt, wie sieht ihr Stuhlgang aus? Ich meine, ich mache das jeden Tag. Ich frage jeden Tag Patienten, wie sieht ihr Stuhlgang aus? Und ich bin wirklich wie verschrocken, als er mich das gefragt hat. Ich bin mir das wie nicht bewusst gewesen, wie eingreifend in die Privatsphäre das ist. So eine sinnige Frage. Das sind Symptome im Intimbereich. Für uns ist das Alltag, aber das ist schon sehr eindrücklich, das nochmal aus der anderen Perspektive zu erleben. Und ich muss sagen, wenn ich einen Schub hätte, ich wäre wahrscheinlich nicht arbeitsfähig. Das muss man eigentlich so sagen. Weil es ist ja undenkbar, dass ich im Verlauf von einer Endoskopie einfach rauslaufe. Das geht ja nicht. Weil man einfach nicht konzentriert eine Sache fertig machen kann. Ja, das ist Wahnsinn. Den beiden Ärzten wird die heutige Erfahrung helfen, ihre Patienten noch besser zu verstehen. Jeder und jede von uns kennt vermutlich jemanden mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Mehr Verständnis von gesunden Mitmenschen macht für diese Patienten einen großen Unterschied.